Mitglieder mit Visionen, eine Initiative der Volksbank Pirna, Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz. Bernd und Ines Förster sind ein eingespieltes Team. Gemeinsam führen sie das Autohaus Förster in Pirna seit nunmehr fast 25 Jahren. Wir waren vor 25 Jahren mit Anfang 30 sehr jung, hatten keinerlei Erfahrung mit den Banken, mit Kunden. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Zur damaligen Zeit war das ein Vorteil, weil es hätte ja auch schief gehen können. Und dass es schief gehen kann, haben wir also auch nicht gewusst. Die Zeit ist natürlich so schnell vergangen. Und 25 Jahre, das klingt wie ein halbes Leben, was es ja sicherlich auch für manchen ist. Aber die Zeit, sie hat wunderbar Spaß gemacht, sie ist schön verlaufen, sie hat jedes Jahr neue Herausforderungen gebracht und ich denke mal, der Spaßfaktor, wenn ich mich auf den beziehen kann nach 25 Jahren, dann ist das einfach schon die Kennzeichnung schlechthin für diese Zeit. 1991 wurde das Team Förster geboren. Heute ist es ein erwachsenes mittelständisches Unternehmen. Neben dem Standort in Pirna betreibt das Ehepaar Förster auch Toyota-Autohäuser in Bautzen, Cottbus und Kamenz. Seit 2007 ein Motorradhaus. Rund 80 Mitarbeiter gehören zum Stamm. Viele von ihnen sind schon lange dabei. Der materielle Wert, der da entstanden ist, ist doch ein Stück weit nebensächlich dabei. Viel wichtiger ist, wie geht man mit den Menschen um? Wie wächst das Team zusammen? Wie kommen wir mit unseren Kunden klar? Wie fühlen sich die Kunden bei uns wohl? Das ist eigentlich für mich viel wichtiger. Ich versuche immer auch positiv in der Familie, in der großen Autohausfamilie zu wirken. Es gibt nicht nur die Arbeiter hier bei uns im Autohaus, sondern auch hinter jedem Arbeiter steht eine Familie und dort können manchmal auch Probleme auftreten. Und unsere Leute wissen Bescheid, dass wir immer für sie da sind und wenn sie private Probleme haben, können sie zu uns kommen und dann werden wir ihnen auch helfen und haben ihnen auch in der Vergangenheit schon viel geholfen. Er, der Stratege, sie, die Frau der Zahlen. Ines Förster arbeitet in der Buchhaltung. Von ihrem Schreibtisch aus hat sie den Kurs des Unternehmens jederzeit im Blick. Also ich habe ja den Umgang mit den Zahlen nie gelernt. Ich bin also vor 25 Jahren auch ins kalte Wasser geworfen worden. Und heute würde ich sagen, es war die beste Entscheidung. Zahlen sind mein Ding und es muss alles bis auf den Cent stimmen. Und die großen Erfahrungen, die wir in den letzten 25 Jahren gemacht haben, können wir jetzt an die junge Generation weitergeben. Aber ich habe schon so viel Nachwuchs im Rücken, sodass ich mir also sicher sein kann, dass die Buchhaltung irgendwann in sehr gute Hände kommt, wenn ich mich zurückziehe. 5 bis 10 Jahre wollen Bernd und Ines Förster das Unternehmen noch führen. An Aufgaben und Ideen mangelt es nicht. So arbeitet das Team Förster aktuell an einem neuen Weg der Kundenkommunikation. Und wenn wir vor 10 Jahren noch jedem eine Postkarte geschickt haben als Einladung oder die Geburtstagskarte, auch sowas wird sich ganz klar ändern. Wir werden immer weiter auch zur SMS oder zur E-Mail übergehen. Wir werden unsere Kunden damit, ich bezeichne es immer so smart, etwas ruhig, intensiv betreuen, aber aus dem Hintergrund heraus. Neben der Arbeit im Autohaus engagiert sich das Ehepaar Förster seit vielen Jahren ehrenamtlich, unterstützt Vereine, Feste und Sportler. Regelmäßig finden in den Autohäusern Veranstaltungen statt, so wie kürzlich das traditionelle Herbstfest. Gemeinsam mit der Volksbank Pirna wird dabei Geld gesammelt, Geld für einen guten Zweck. Das ist auch ganz wichtig, weil es gelingt, an diesem Abend Leute in das Haus zu bringen, die sonst nie ein Toyota-Autohaus besuchen würden. Aber sie kommen, weil sie sich gerne an diesem gemeinnützigen Abend mit beteiligen wollen und auch das Geld mit ausgeben wollen, um bestimmte Projekte zu unterstützen, so wie es in diesem Jahr das Kinderheim Sonneninsel vom ASB ist. Die Familie spielt für das Ehepaar Förster eine große Rolle. Beide Töchter und Schwiegersöhne arbeiten im Unternehmen. Privat wird viel gemeinsam unternommen, erst recht, seit es die Enkelkinder gibt. Also das ist für mich sehr wichtig, weil unsere Kinder sind, ich sage jetzt nicht nebenbei groß geworden, sondern mit dem Geschäft groß geworden.
Jetzt ist natürlich die Zeit der Enkelkinder, die genauso groß sind wie unsere Kinder. Und als Oma und als Opa erlebt man diese Zeit sowieso viel intensiver. Also wir fahren gemeinsam in Urlaub, wir schaffen die Kinder zum Training oder holen sie auch wieder ab oder auch zu Wettkämpfen. Das funktioniert super. Weiterhin funktionieren soll auch das Unternehmen. Veränderungen gehören da dazu. 2016 feiert das Team Fürster sein 25-jähriges Jubiläum. Zeit für Neues. Im Privatleben habe ich meiner Frau die Treue geschworen und gehalten. Das habe ich vielleicht auch ein Stück weit bei Toyota gemacht, aber dort ist es etwas einfacher, einen Ehebruch zu machen und vielleicht über eine zweite oder Drittmarke nachzudenken. Wir haben es vor Jahren mit den Motorrädern ganz erfolgreich hier in Pirna gemacht. Und da könnte vielleicht etwas Neues dazukommen, was unserer Kundschaft durchaus gefallen dürfte und was letztendlich auch zeitgemäß im Wandel des Automobilhandels heutzutage so ist. Und so darf man gespannt sein, was die Zukunft für das Team Fürster bringt. Eines aber scheint sicher: ruhig und langweilig wird es bei den Försters nie. Mitglieder mit Visionen, eine Initiative der Volksbank Pirna, Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz.